Hallo und herzlich willkommen, du geliebte und auserwählte Kostbarkeit Gottes, zu unserem Frühstück heute mit dem Thema: Jesus sagt, hebt die Augen auf und seht. Mach es dir gemütlich, Frühstücken ist etwas Schönes. Ob es in der Familie oder im Frauenfrühstück ist, dass wir so sehr vermissen. Da es nur ein Online-Frühstück ist, wo wirklich alle willkommen sind, nicht nur Frauen, weil es um Fragen geht, die jeder Mensch wissen muss, wollen wir es besonders segnen, dass es zum Brot des Lebens wird, das wir heute so dringend brauchen. Vater im Himmel, in Jesu Namen segnen wir heute besonders dein Wort. Das sind deine Worte und die gelten für immer. Du hast sie 2000 Jahre zurückgesagt, aber heute hören wir deine Stimme durch diese Worte, entschlüsselt durch deinen Heiligen Geist. Und wir beten, Herr, dass du jede Verbindung jetzt segnest. Du hast gesagt, wo zwei oder drei eins sind, in deinem Namen, da bist du selber mitten unter uns. Wir beten, dass du unsere Gebete hörst, alles, was wir heute reden, hören werden, das soll zu deiner und nur zu deiner Ehre sein. Wir erheben dich, Jesus, über diesem Frühstück und wir sagen, die Feinde, die bleiben draußen und die sehen zu, wie du uns den Tisch deckst. Im Angesicht unserer Feinde deckst du uns den Tisch und schenkst uns den Becher voll ein. Danke dafür. Wir genießen das Frühstück und freuen uns so richtig drauf. Segne es zu unserer Kraft und dir zum Preis. Amen. Wir befinden uns in einer sehr interessanten Zeit. Frau sein heute heißt unser Oberthema im Jahr 2020. Keiner von uns hätte gedacht, dass wir so schnell in so eine Zeit kommen. Wir könnten die Menschen in vier Gruppen teilen, so habe ich heute gedacht. Die erste Gruppe habe ich so gesehen, die Menschen, die ihren Gott kennen. Für sie ist es eine sehr gesegnete Zeit, eine Zeit der neuen Offenbarungen Gottes. Dann gibt es eine zweite Gruppe, Menschen, die in Verwirrung, Angst und Fragen kommen oder sind. Die dritte Gruppe, so sehe ich das, es gibt gleichgültige Menschen, die sehr entspannt sind, weil sie denken, dass dieser Corona-Spuk vorbeigeht und das Leben die Normalität annimmt, die wir gewohnt sind. Und es gibt noch eine vierte Gruppe von Menschen. Ich glaube, die wird immer mehr sichtbar, weil sie sehr versteckt ist. Eine Gruppe von Menschen, die direkt das Werkzeug des Feindes sind und meinen, über Menschen zu herrschen. Die Bibel nennt diese Menschen das Tier. Und das Tier nimmt die Kraft vom Drachen. Der Drachen ist der Teufel. Und das sehen wir immer mehr und mehr. Das sind nicht nur einzelne Menschen, ja, die hören wir in den Medien. Aber hinter diesen Menschengesichtern steckt natürlich der Teufel. Wie können wir erkennen, wo wir uns befinden auf der Zeitskala? Sind wir wirklich schon am Ende der Zeiten angekommen? Die Bibel ist unser Leitbuch. In welcher Gruppe von Menschen
befinde ich mich? Befindest du dich? Vielleicht fragen wir uns am Ende von diesem Wort. Wir sehen in vielen Abläufen der Schöpfung Parallelen. Jesus nimmt diese natürlichen Bilder zur und überträgt sie in die geistliche Welt, in das Reich Gottes. Wir nehmen eins heute heraus. Ich habe schon davon geredet, aber es ist mir sehr wichtig. Ich glaube, dass das Zeichen oder eins von den vielen Zeichen der Endzeit ist dieses Zeichen. In Johannes 4, ich lese mal nur einen Vers, sagt Jesus, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Seht, ich sage euch, macht eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind schon reif zur Ernte. In manchen Übersetzungen heißt es weiß zur Ernte. Ja, Jesus nimmt hier die Parallele oder das Bild von den 4 Jahreszeiten. Wir kennen das, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Anscheinend 4 Monate bis zur Ernte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Israel war, aber wenn wir es bei uns nehmen, ich glaube August, September ist die Zeit der Ernte vom Korn, vom Weizen. Und anscheinend war das 4 Monate davor. Dann könnten wir ausgehen von April vielleicht. Vielleicht Ende März oder so. Und Jesus sagt hier, es ist schon die Zeit der Ernte. Manche haben erst ausgestreut ihr Korn. Aber Jesus sagt, die Ernte ist jetzt da. Macht die Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Jesus ruft seine Jünger auf. Da müssen wir ganz deutlich sehen, es sind die Jünger. Er spricht hier ausschließlich zu den Jüngern, das heißt zu Menschen, die ihn aufgenommen haben. Er ruft uns, ich sage, ich zähle mich dazu, ich bin auch eine Jüngerin, eine Magd Jesu. Er ruft uns auf, hinzuschauen. Eigentlich sind noch 4 Monate zur Ernte hin. Es geht bei Jesus aber nur um Menschen, nicht um Weizen oder um anderes. Bei Jesus geht es immer um Menschen. Wenn er von Schafe spricht oder vom Weizenkorn, von sich selber als vom Weizenkorn spricht, es geht immer diese Parallelbilder, sodass wir es verstehen, weil wir in dieser natürlichen Welt, in dieser Schöpfung leben. Er meint aber andere Dinge vom Reich Gottes. Mit dem Satz von Jesus, in Sichar war das damals, hat die Erntezeit begonnen, 2000 Jahre zurück. So lange sagen wir, 2000 Jahre, immer Herbst, Herbst, Herbst. Die Erntezeit ist da. Wir lesen in Petrus, ich denke, in jedem Leben ist es nochmal anders, aber wir gucken heute global, was die Bibel davon spricht. Petrus schreibt in seinem Brief, in dem 2. Brief, Kapitel 3, 1 bis 4. Dies ist nun der 2. Brief, den ich euch schreibe, Geliebte, in denen ich euch erinnere und eure reine Gesinnung wecke, damit ihr an die Worte denkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind und an das Gebot des Herrn und Heilendes durch uns Apostel. Und wisst, vor allem, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Leidenschaften leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es
alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Ich kann es hören, diese Stimmen kann ich hören. Du bestimmt auch. Es gibt viele Leute, die sagen heute, ja, wo ist die Garantie? Das haben auch die früher gesagt. Und wir kennen die Geschichte tatsächlich. Gab es solche Menschen. Ich möchte uns anhalten zur Vernunft. Und natürlich schmeißen wir nicht alles hin, wie damals die Menschen. Die haben nicht mehr gesät, die wollten nicht mehr ernten, die haben gesagt, Jesus kommt wieder. Ich glaube, dass wir bereit sein müssen, aber trotzdem jeden Tag zu unserer Berufung stehen und das tun, was der Heilige Geist uns zeigt. Und der Heilige Geist, er hat eine Eigenschaft, eine Seite des Verstandes. Gott gibt uns Verstand und Gott gibt uns Weisheit und Erkenntnis. Also Verstand ist auch dabei. Jesus spricht über reife Ernte im Frühling. Dann kann man nicht bis zum Herbst warten. Wenn die Ernte reif ist, dann muss man sie einbringen. Was sieht Jesus, wenn er sagt, hebt die Augen auf und sät? Fragezeichen. Ich möchte eine Stelle aus Matthäus 9 lesen. Da spricht Jesus aus der Praxis heraus. Richtig mitten im Feld, sage ich mal. Und Jesus zog umher. Es steht in Matthäus 9, 35 und 36. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich, heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und als er die Menschenmengen sah, jammerten sie ihn, denn sie waren erschöpft und zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Auch damals hatten die Menschen Fragen, ob es wirklich der Messias ist. Wir lesen viel davon. Ja, bist du wirklich der Messias? Oder die haben ganz frech gesagt, ja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann zeig uns doch mal ein Zeichen oder so. Es gab viele Ungläubige und so wie heute, so damals, haben sie viel rumgerätselt. Manche haben geglaubt, wenn sie ein Wunder gesehen haben, wenn Menschen geredet haben, dann haben sie wieder nicht geglaubt. Und wir sehen sogar, es ging so weit, dass die Menschen, die geheilt wurden von ihm oder gespeist und so weiter, die waren am Kreuz und die haben geschrien, kreuzige ihn. Die haben ihn verspottet und angespuckt. So weit kann es gehen. Sie kamen, um zu hören und geheilt zu werden, diese Menschen, mit Fragen. Und was macht Jesus? Er zieht umher in alle, steht in meiner Bibel, alle Städte und Dörfer. Jesus war auf den Straßen. Jesus war in den Synagogen, weil in die Synagogen kamen die Menschen, um das Wort Gottes zu hören. Die hatten ihre Formen und ihre Richtlinien, die Schriftrollen, die waren in den Synagogen. Und er evangelisierte, er predigte aus diesen Schriften das Evangelium. Er hat ja gesagt, ich bin's. Die Schrift hat sich vor euren Augen erfüllt. Und wir wissen, was die Menschen damit gemacht haben. Die wollten ihn vom Berg runterschmeißen, weil sie nicht geglaubt haben. Sie haben es für Gotteslästerung angenommen. Er lehrte und predigte und dann heilte er jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Also ich stelle mir so vor, dieses Feld, das weiße Erntefeld und Jesus da mittendrin.
Und er geht sehr umsichtig und vorsichtig mit jeder Ehre um und holt sie sehr schonend und vorsichtig auf. Er will keine zertrampeln. Und dann sieht er, wie er im Menschenkörper begrenzt ist. Und er ruft auf und sagt, hebt eure Augen auf und seht, die Ernte ist reif. Die Ernte ist reif. Und sein menschliches Herz, sein göttliches Herz jammerte, weil diese Menschen, diese ganzen Menschen, die waren erschöpft und zerstreut wie Schafe ohne Hirten. Und Jesus ist ja der gute Hirte und deshalb hat sein Herz so geschmerzt. Jesus spricht heute ganz aktuell zu uns, zu mir und zu dir. Und er spricht in Mehrzahl. Hebt die Augen auf und seht. Ich habe es oft gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Stelle hat mich jedes Mal berührt, sehr berührt. Und ich habe gehört, dass Jesus ruft und wir sind auch zu zweit mit dem Paul in die Erntefelder, da in der Umgegend gibt es bei uns Kornfelder. Wir sind da oft rein und haben zu Gott geschrien und haben gesagt, die Ernte ist reif, Herr Jesus, sende uns, bitte sende uns, zeig uns, wie wir das anstellen. Wir wollen nichts verlieren. Und oft waren die Menschen verschlossen. Vielleicht war es wegen Wohlstand oder Privatsphäre und so weiter. Aber heute glaube ich, dass es die Zeit verändert ist und in dieser Zeit die Menschen plötzlich offen sind. Damals hat Jesus gesehen, wie die Menschen auf den Messias warten zum ersten Mal. Die wussten, der Messias muss kommen. Heute sehen wir, wie der Messias kommen muss, weil er es versprochen hat und die Zeichen sieht man ganz deutlich, die Welt wird erschüttert und das macht den Menschen Angst. Den Menschen, die nicht wissen, was auf uns zukommt. Aber wenn wir nicht auf die Straßen der Städte und Dörfer gehen und es uns oft gemütlich machen an unseren Bildschirmen, an Online-Gottesdiensten oder im YouTube, auf diesen Kanälen kann man sehr viel Gutes finden, Evangelium pur. Oder das geht noch, viele machen sich es gemütlich und hören zu, alles was die Nachrichten bringen. Ich glaube, dass sowas Jesus nicht gemeint hat. Weil wenn wir die Menschen nicht vor Ort sehen, wenn wir sie nicht berühren können, wenn wir die Menschen nicht sehen in ihrer Not oder ihre Augen anschauen. Wir waren gestern auf einer Tankstelle. Der Paul wollte tanken. Er musste tanken. Sagen wir mal so. Das sind natürliche Dinge, die man eben braucht. Und wir haben uns einfach vorgenommen im Gebet, voreinander und haben gesagt, wir werden keine Maske anziehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch in keinem Laden, ich traue mich noch nicht, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert. Ich musste auch bis jetzt noch nicht. Ich komme klar. Aber tanken muss man. Und wir haben jetzt zum zweiten Mal diesen Test gemacht. Wir haben gebetet und haben gesagt, Herr, mach du den Menschen die Augen zu. Die sollen es gar nicht merken, dass der Paul ohne Maske da reingeht. Und genau so war's. Die Engel stehen uns zur Seite. Und die tun das, was wir bitten.
wenn wir im Auftrag Gottes unterwegs sind. Aber wir müssen auf die Straßen in der Stadt oder in den Dörfern, da wo wir sind, um die Menschen zu sehen. Ja, was ich noch sagen wollte. Da habe ich einige Menschen, so ich saß im Auto und habe die Menschen beobachtet, wie sie ihre Masken anziehen. Zwei Frauen, die waren ohne Maske, aber sie hatten so eine Angst, die haben ihren Schal oder ihren, ich weiß nicht was es war, der Mantel oder was, haben ihren Mund zugemacht und da war so viel Angst. So sind die rein in die Tankstelle. Wo finden wir heute fragende Menschen? Ich habe gedacht, Herr Jesus, wenn wir überall, wo es heute Menschen gibt, Menschen mit verschlossenem Mund, mit Mundschutz da sind, wie können wir dann reden? Aber ich glaube, in diesem Thema geht es noch nicht um Reden, hier geht es um Sehen. Sind wir bereit, sie zu sehen? Und ich glaube, noch haben sie unsere Augen nicht mit Augenschutz verbannt. Der Feind will uns den Mund verbieten in der Öffentlichkeit. Und doch sind unsere Augen offen und wir sehen, wie die Angst sich breit macht. Durch ihre ganze Körperhaltung sieht man das. Und wenn man in die Augen schaut, sowieso. Ich habe mich entschieden, ich will neu den Ruf Jesu hören. Er sagt, hebt eure Augen auf und seht. Er ruft in die ganze Jüngerschaft, hebt eure Augen auf und seht. Wenn wir nicht auf den Straßen sind, wenn wir nicht Kontakt mit Menschen haben, sehen wir die Angst nicht. Jesus fordert uns heraus, hinauszugehen. Ich höre da und dort, wie Menschen zu Demos gehen, in die Großstädte. Und mein Herz brennt so richtig, nicht zu rebellieren gegen die Obrigkeit, glaub mir. Sondern mein Herz brennt dafür, dass die Wahrheit ans Licht kommt und die Menschen aufwachen. Und die Menschen Fragen stellen. Ich träume von sowas, dass wir in Freudenstadt oder da, wo wir sind, dass wir auf die Straßen gehen und dass wir Lobpreis machen, unseren großen Gott verherrlichen. Und dass heute, wir haben eine Box, wir haben einen Mikro, wir könnten auf dem Marktplatz uns hinstellen und Lieder singen, und Menschen zu Jesus rufen, wenn wir als Gemeinde bereit dazu wären. Also ich stelle es mir so gut vor. Ich glaube, wir sind noch nicht gerufen. Vielleicht kommt noch die Zeit, ich bete dafür. Ich wäre sofort dabei, dass einige verteilen Kärtchen, Traktate an die fragenden Menschen. Andere trauen sich und legen Hände auf und beten für Menschen, damit sie gesund werden. Die anderen machen Lobpreis und beten an, öffnen den Himmel. Andere wieder stehen da und unterstützen im Gebet das Ganze. Wow, was das für eine Aktion werden könnte. Und das vielleicht jeden Tag oder einmal in der Woche oder wie auch immer. Stell dir vor, Jesus kommt morgen wieder. Ich frage mich manchmal, was würde ich tun? Ich weiß ganz sicher, morgen kommt Jesus. Was würde ich heute tun? Boah, ich glaube, ich würde ganz sicher an jeder Haustür bei meinen Nachbarn klingeln und diese Nachricht sagen. Morgen kommt Jesus, bitte macht euch bereit. Und wenn sie nicht wissen, wie, dann will ich es ihnen sagen und mit ihnen beten. Aber wir wissen ja nicht, wann Jesus kommt. Und wir glauben sogar ganz sicher, morgen wird er nicht kommen. Aber vielleicht wird Jesus morgen schon für einen oder den anderen kommen.
Meine Frage an mich und an jeden von uns ist, bin ich bereit, die Stimme Gottes zu hören? Auch wenn ich weiß, dass es Arbeit bedeutet, das ist das nächste Thema. Unser nächstes Thema. Es geht dann um die harte Erntearbeit. Bin ich und du trotzdem bereit, um Jesu Willen? Oh, ich habe es mir überlegt und ich glaube, ja, ich bin bereit. Ich will bereit sein und ich will hingehen. Ich will meine Augen hochheben und ich will mit den Augen Jesus sehen. Jesus war damals begrenzt, nur in Israel, auf den Straßen Israels. Er hat die Jünger manchmal hingesandt, zu zweit, und hat gesagt, sagt den Menschen, das Himmelreich ist nahe gekommen. Heute hat er eine Millionenschar in der ganzen Welt. Wenn wir alle aufstehen und unsere Augen aufheben und die weiße Erntefelder sehen, wow, ich glaube, dass es eine riesengroße Ernte gibt. Und jedes Erntekorn oder diese Ehrenkorn, das ist ein Mensch. Ein Mensch, geführt zu Jesus, gewonnen für Jesus, weil es sehr, sehr wertvoll ist. Sammelt die übrigen Brocken, hat Jesus einmal gesagt. Das Brot ist sehr wertvoll. Er selber ist das Brot. Und Brot haben unsere Großeltern haben uns gelehrt, dass wir kein Brot wegschmeißen. Ich glaube, dass heute es ganz, ganz an der Tagesordnung ist, dass wir kein Brot wegschmeißen. Nicht nur Brot zum Essen, sondern diese Ehren. Das, was Jesus meint, die reife Ernte, Menschen, die reif sind, Jesus ihr Herz zu schenken, Menschen, die Fragen haben und gerne hören wollen, welche frohe Botschaft gibt es, welchen Ausweg gibt es, wo kann ich mich schützen vor all diesen Schrecken, Nachrichten, die kommen oder von jedem Zwang. Ja, ich hoffe, dass du informiert bist von dem allem, was die Welt sagt. Und ich denke, ab und zu ist es gut, dass wir hören, was die Welt sagt, die Nachrichten, damit wir es vergleichen mit der Bibel. Aber ich bitte dich und mich sehr, dass wir unsere Augen nicht auf das Tier aufheben, sondern auf Jesus. Und da, wo Jesus uns hinzeigt und sagt, seht hin, hebt eure Augen auf und seht. Auf die Menschen, auf Jesus und auf die Menschen. Nicht auf das Tier, weil es steht geschrieben, das Tier siegte nicht. Sondern das Lamm hat das Tier überwunden. Ich möchte dich sehr ermutigen, die Offenbarung zu lesen. Es gibt die Offenbarung auslegend bei uns auf unserem Kanal. Der Paul erklärt es, finde ich, sehr gut, die Offenbarung. Ich bin sehr interessiert. Ich lese es immer wieder nach und informiere mich. Ich höre das an und bin ermutigt, weil wenn das Wort Gottes keine Ermutigung bringt, nur Angst, dann stimmt was nicht. Das Wort Gottes ist sehr mutmachend. Falls du Jesus noch nicht kennst und du nicht zu der ersten Gruppe der Menschen gehörst, dann will ich dir Mut machen, Jesus zu suchen. Melde dich bei uns oder melde dich bei irgendjemand, dem du vertraust, der diesen Jesus schon kennt, und sprich dich aus, lass dich zu Jesus führen. Weil Jesus kommt sehr bald wieder und wir wissen ganz sicher, dass er kommt. Und sollte er nach 100 Jahren kommen, dann wissen wir, dass wir bis dahin schon nicht mehr auf dieser Erde sein werden. Wo sind wir dann?
Jesus kommt auf jeden Fall nach dir und nach mir. Wenn ich bereit bin, darf ich einfach rübergehen und bin auf ewig zu Hause. Du auch? Lass uns miteinander noch ein Gebet sprechen. Du findest diese ganzen Punkte und auch die Bibelstellen unter diesem Video und auch das Gebet findest du unter diesem Video, falls du das noch ganz in Ruhe beten möchtest. Lieber Vater im Himmel, Anfang und Schöpfer allen Lebens, welch eine Gnade, dass ich dich Vater nennen darf. Durch Jesus Christus. Mich hast du gesehen in der großen Menschenmenge. Dein Herz jammerte um mich. Du hast mich gesucht und gefunden. Danke, danke, Herr Jesus. Jetzt bin ich aufgefordert, mit deinen Augen, Herr Jesus, die Menschen zu sehen. Genau wie damals, erschöpft und zerstreut, ohne dich, den guten Hirten. Ich will dir heute gehorchen und antworten. Ich hebe meine Augen auf und ich sehe. Lass mich die weiteren Schritte erkennen und dir folgen. Die Ernte ist reif. Mach mich bereit. In deinem Namen. Amen. Ich wünsche dir den Frieden Gottes für heute, für die ganze Woche. Und bis zum nächsten Mal. Unsere Themen kommen einmal wöchentlich und es bleibt jetzt erstmal so weiter. Zur Info, falls du dich interessierst, wir haben jeden Donnerstag Gebet und wir haben das Frauenfrühstück, weil wir nicht frühstücken dürfen oder weil das, ja, weil wir noch begrenzt sind, haben wir das Frauenfrühstück auf den Donnerstag verlegt, wo wir uns zum Gebet treffen. Es gibt genug Platz und es ist sehr, sehr schön. Wir singen Lobpreis, wir hören ein Wort und wir beten miteinander. Und ich darf dir heute verraten oder ich darf dir heute was sagen. In den letzten Tagen, gestern, heute, es wird so viel klar, wo unsere Gebete in Erfüllung gehen. Und wir bereuen es keinen Augenblick, dass wir diese Zeit für Jesus genutzt haben. Wir beten für Familien, wir beten für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir beten für unser Land, wir beten auch für die Gemeinde und wir beten gerne für dich, wenn du kommst und dein persönliches Anliegen hast. Sei gesegnet, liebe Schwester, lieber Bruder, wer du auch bist, sei gesegnet mit dem Frieden Gottes. In Jesus Christus. Amen.